Ja, und damit sage ich wieder Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Tropico. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, nachdem unser erster kleiner Überfall geglückt ist, einen richtigen Raub zu unternehmen. Und zwar wollen wir Stonehenge klauen. Klingt einfach, wird es aber wohl nicht sein. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen eine extra Folge draus. Und heute schauen wir uns jetzt mal an, wie das geht. Im Hintergrund läuft hoffentlich meine... Lass es jetzt schon mal auf einfache Geschwindigkeit laufen. Damit hier meine Produktionsketten hoffentlich weiter wachsen. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um den Stonehenge-Raub. Wir brauchen 5000 Punkte. Wir haben 5000 Punkte. Und das Ganze dauert 24 Monate Minimum. Wahrscheinlich wird in der Zwischenzeit irgendwas schief gehen. Wurde ja im Beschreibungstext quasi schon angedeutet, dass man da noch irgendwie unterstützen muss und so weiter und so fort. Aber das werden wir dann sehen, hoffe ich, wenn es soweit ist. Wir schauen jetzt einfach, dass in der Zwischenzeit hier die angestrebte Produktionskette so ans Laufen kommt. Wir haben hier unsere Modefirma, die im Augenblick Leder verarbeitet, weil wir gerade noch keine Stoffe haben. Und wir sollten vielleicht irgendwie schauen, dass wir die Effizienz hier erhöhen. Können wir da irgendwas machen? Erhöht die Effizienz um 10%. Weiß ich nicht, ob das was bringt. Vielleicht schadet das ja unseren Plantagen nicht. Und dann haben wir hier eine Bestäubungsparzelle. Geld soll es jetzt mal nicht scheitern. Und dann ist das Ganze hoffentlich auch irgendwie rentabel. Und wir können nämlich hier dann den Handelsbildschirm und verrücken dann einfach mal die Ananas für einen besseren Preis. Wir haben unsere Krokodilchen gezüchtet. Genügend Jobs, dass hier unsere Arbeitslosen auch irgendwo unterkommen. So, wie ist denn das hier mit Bekleidung? Das kann ich, wenn das euch vorbei ist.
Kartoffeln vielleicht auch. Nee. Okay, dann schauen wir einfach mal. Die sollten jetzt hier, glaube ich, alle Ananas fahren. Da müsste dann ja relativ zügig unser Handelsvertrag vorangehen. Das ist alles wunderbar. Hier wachsen schön unsere Ananas. Das geht auf der anderen Insel ab. Soweit alles im grünen Bereich. Erste Sahne. Hier drüben ist alles schon reif. Wir gestatten natürlich auch den regionalen Konsum. Wir schätzen da mal noch irgendwo. Das alles verkaufen können. Und wir warten immer noch, dass hier was vorangeht. In Sachen Stonehenge, die Mission wird durchgeführt, alles klar. Dann hoffen wir mal, dass was vorangeht. Soweit alles ganz gut, glaube ich. Ananas haben wir genügend auf dem Hafen. 2000 haben wir eh schon verkauft, das ist alles super. Also wenn wir jetzt hier einfach mal wieder die Geschwindigkeit ein Stück erhöhen. Und hoffen, dass wir dann bald Rückmeldung kriegen von unseren fleißigen Piraten. Das Leben auf See ist nie langweilig, außer wenn Würmer Löcher in den Rumpf bohren. Okay, das ist jetzt nicht so schön. Die Seemänner haben unter Deck Feuer gelegt und die Würmer erfolgreich ausgeschaltet und nebenbei deren Feingeschmack verbessert. Sie schmecken super. Leider gibt es jetzt einige Bedenken bezüglich der strukturellen Sicherheit des Schiffs. Wenn wir weitermachen wollen, werden wir wohl frisches Holz brauchen. Alles klar. Das heißt, die Jungs brauchen Planken und vier Planken. Brauchen wir ein Sägewerk. Und damit das Ding da normal
brauchen wir ein Holzfällerlager, alles klar. Und im Idealfall habe ich da so den Verdacht. Dass das nichts schadet, wenn wir davon zwei haben. Und wenn wir davon zwei haben, machen wir das Sägewerk. Einmal hier um, ist so nett. Einmal hier unten hin. Dann machen wir nämlich hier einmal hier und einmal so. Und dann sollte unserer Plankenlieferung nichts mehr im Wege stehen. Hoffe ich zumindest. Schauen wir mal, wie lange die Jungs jetzt hier brauchen, bis da hier alles läuft. Die Frachter machen jedenfalls gut Kohle, wenn ich das so lese. 4.000, 3.000, 10.000. Das schaut nicht schlecht aus. Und dann kommt auch unser erster Bauarbeiter und zieht natürlich sinnigerweise erst einmal das Sägewerk hoch, weil das wird ja dann super arbeiten können, so ganz ohne Rohstoffe. Aber gut. Da haben wir dann immerhin auch schon. Jetzt sollten wir einfach der Vollständigkeit halber dann hier auch noch eine Baracke hinstellen. Und da werden wir auf jeden Fall gleich mal verbessern. Damit da was vorangeht. Bis jetzt gibt es jeweils nur einen Arbeiter, aber gut. Ich hoffe, das wird dann relativ schnell sich ändern. Wenn es hier auch die Unterkunft gibt. Bis da die Produktion angekurbelt ist, werde ich jetzt einfach mal wieder ein bisschen schneller machen. Hier freundlicherweise die Palmen weghaut. Und dann wird hier auch das erste Holz geliefert. Dann geht hier was voran. Und das erste davon geht jetzt hoffentlich direkt an unser Piratennest. Sehr schön.
So haben wir uns das vorgestellt. Die Einnahmen sind weiterhin hervorragend. Da müssten wir uns erstmal keine Sorgen machen. Wir müssen jetzt eigentlich nur abwarten, bis genug Planken da sind. Da können wir auch locker auf schneller Geschwindigkeit weitermachen. Das wird wahrscheinlich sowieso dann eine ganze Weile dauern, wenn die dann erst die Planken liefern müssen und dann den Überfall nochmal starten. Da werden wir vermutlich... Arr, setzt nochmal Segel in Richtung Beute! Na, siehst du da. Habe ich mir doch gedacht, das wird noch eine Weile dauern, da kriegen wir eh wieder Überlänge. Alles im Lot auf dem Piratenboot, Captain, und alles tipptopp mit dem Nautischen. Wir würden euch applaudieren, aber dann müsstet ihr euch mit dem Klatschen eines Einhändigen zufrieden geben. Wir wollten gerade diese Felsen an Bord holen. Da tauchten plötzlich überall Droiden auf. Okay, es scheint, als hätten wir diesmal den falschen Zeitpunkt für unsere Plünderung gewählt. Als wir ankamen, gab es eine Art Supersonnenwende oder Tag-Nacht-Gleiche oder Ultra-Gleiche oder irgendwas. Wir wären wohl mit ihnen fertig geworden, aber die Mannschaft ist abergläubisch, was Männer in Kleidern angeht. Wir mussten den derzeitigen Mondzyklus abwarten. Das heißt, wir warten jetzt hier noch 720 Tage. Und ich lasse in der Zeit einfach hier mal alles. Weiterlaufen. Auf hoher Geschwindigkeit. Was ich hier gerade echt verwunderlich finde. Dass die hier so schnell das Zeug durchhauen. Sensationell. Okay, wir haben die Handelsroute abgeschlossen. Das ist ja perfekt, dann können wir nämlich vielleicht eine neue wählen. Falls es hier irgendwas gibt, ne. Nichts, was wir haben. Ach doch, Planken. Planken kann man ja jetzt. Gibt auch wieder ein bisschen extra Kohle, also liefern wir Planken an die EU. Dass dann da auch was eingelagert wird. Oh ja, jede Menge. Das sollte relativ schnell gehen. Da hätte man fast sogar mehr machen können, aber gut, egal. Ist ja jetzt erstmal nur Tutorial und ist jetzt eigentlich nur unsere Nebenbeschäftigung, so lange bis unser Stonehenge-Raub abgeschlossen ist. Da verkürzen wir uns ja nur die Wartezeit mit ein bisschen Geld verdienen. Tage haben wir gleich geschafft. Und dann wird es hoffentlich nicht mehr lange dauern bis zu unserem nächsten Überfall. Versuch. Wer weiß, ob es diesmal klappt. Noch 100 Tage. Ich denke mal, ich werde bei 700 dann kurz mal ausbremsen und schauen, was passiert. Ob wir dann überhaupt den Anlauf nochmal von vorn starten oder ob der Überfall dann gleich durchgeführt wird.
Aber das werden wir dann relativ schnell herausfinden. So, wir gehen jetzt hier mal runter. Die letzten 10 Tage auf einfacher Geschwindigkeit. Wir haben sie mal schon wieder alles durchkommen. Was für ein... Setzt nochmals Segel in Richtung Beute! Und wieder ist alles im Lot auf dem Boot. Und wir hoffen... wo war das nochmal? Okay. Das wird noch ein neuer Anlauf. Das heißt, ich bin so frei und drehe die Geschwindigkeit wieder hoch. So lange, bis wir Rückmeldung haben. Von unseren Piraten. Immer hier reinspicken. Okay. Sollte demnächst soweit sein. Hoffe ich zumindest. Hier ist die Produktion allererstes Sahne. Der Verdienst ist allererste Sahne. Und ich hoffe, dass unsere Piraten bald soweit sind. Mal jetzt doch nochmal kurz ein bisschen schneller. Kann jetzt nicht schon wieder schief gehen. Ne, jetzt sind sie auf der Rückkehr. Perfekt, dann warten wir einfach mal, bis die Jungs wieder da sind. Vielleicht sehen wir auch schon irgendwo das ist unser Piratenschiffchen. Ich denke ja. Geschafft! Die Felsen sind gerade vom Deck auf das Dock gerollt. Meine Männer sind alle ungebildet, also gibt es keine schriftlichen Anweisungen. Keine schriftlichen Anweisungen. Okay, wie man das Hensch wieder zusammensetzt. Ich habe dafür ein paar Bilder gemalt. Man muss mit Hilfe des Diagramms auf Seite 8 nur Balken P aufstehen, Stein 1 setzen und mit dem nicht mitgelieferten Seilen festbinden. Klingt nach einem Plan. Dann machen wir das doch. Und zwar stellen wir das jetzt hier mitten rein. Präsidente, wie versprochen ringe ich in der Tat angesichts der Mühelosigkeit, mit der ihr mein Training beendet habt, ehrfürchtig nach Luft. Ja, und so wie es aussieht, war das dann auch die letzte Lektion. Weil wir können jetzt hier nur zum Hauptmenü zurückkehren. Oder neu starten. Und dann sind wir auch am Ende von unserem Angezockt. Und wie ich schon mal ganz am Anfang gesagt habe, weiß ich jetzt noch nicht, wir könnten theoretisch ein Let's Play draus machen, indem wir uns die Missionen miteinander anschauen. Was meint ihr, soll man es gut sein lassen hier nach dem Tutorial oder wollen wir die Missionen auch noch durchgehen? Dann schreibt es mir einfach in die Kommentare und dann schauen wir mal, wie die Missionen so sind und dann werde ich auch ein Let's Play draus machen. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Projekt. Macht's gut, danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.